ich heiße Daniela. Ich bin 11 Jahre alt und wohne in Ayacucho, einer Stadt in den Bergen von Peru. Ich habe gehört, dass das Leben bei euch in Deutschland ganz anders ist. Deshalb will ich euch erzählen, was ich jeden Tag so mache. Aber halt, erst muss ich euch meinen Freund Michi vorstellen. Nein, Daniela, das kann ich schon selbst. Mein Name ist Michi. Das ist die Abkürzung von Michael. Ich glaube, ihr sagt Michael. Ich bin etwas älter als Daniela. Letzten Monat bin ich 13 Jahre alt geworden. Daniela, du hast gesagt, du fängst an. Dann also los. Es ist 5 Uhr morgens. Daniela, es ist hora de levantarse. Te vas a hacer tarde para ir al mercado. Meine große Schwester Mayumi weckt mich jeden Morgen um 5 Uhr auf. Das ist ganz schön früh. Und heute ist es auch noch sehr kalt. Da kuschel ich lieber noch mit meiner anderen Schwester Luce im Bett. Aber es hilft nichts. Ich muss raus aus den Federn. Aufstehen, Bett machen, Handtuch aus der Kommode, Shampoo mitgenommen und dann raus in den kalten Hof. Wir haben nur im Hof einen Wasserhahn und nur kaltes Wasser. Da ist Duschen jeden Tag eine Mutprobe. Das könnt ihr mir glauben. Puh, das war richtig kalt. Jetzt kommen unsere Tiere dran. Wir haben Gänse, Hühner und einen Hahn. Den habt ihr ja gerade schon krähen gehört. Sie bekommen jetzt was zu trinken und zu fressen. Die holen sich ihr Wasser ja schon selber. Oh, die Tür muss ich natürlich zumachen, sonst watscheln die noch raus. Jetzt gibt es leckeren Salat. Zurück mit euch! Habt ihr auch Tiere zu Hause? Zurzeit ist bei uns hier Regenzeit. Puh, das ist ganz schön ungemütlich. An manchen Tagen regnet es von morgens bis abends durch. Unser Hahn kann ganz schön nerven. Er gibt einfach keine Ruhe. Naja, dann werde ich wohl aufstehen müssen. Wenn der dich nicht aufweckt, würdest du ja den ganzen Tag verschlafen. Stimmt doch gar nicht. In der Regenzeit ist bei uns gar nicht schön. Nass, kalt und alles klamm. Ihr könnt euch vorstellen, da macht das Aufstehen keinen Spaß. Und ehrlich gesagt, das Waschen auch nicht. Oft gibt's nur Katzenwäsche. Wir leben zusammen mit meinen Großeltern. Morgens gehe ich einmal die Woche mit meinem Großvater zur Kirche. Er hat einen Sohn verloren. Er wurde in einem schrecklichen Bürgerkrieg im Alter von 19 Jahren ermordet. Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Seitdem läutet mein Großvater zur Erinnerung an seinen toten Sohn die Glocken. Mein Großvater sagt, dass er alt und müde ist. Lange kann er das nicht mehr machen. Deshalb nimmt er mich mit. Er will, dass ich eines Tages die Glocken läute, wenn er nicht mehr kann und nicht mehr lebt. Die Glocken sollen dann an ihn und an seinen Sohn erinnern. Jetzt muss ich aber los. Meine Cousine Roxana ist ja schon an der Bushaltestelle. Wir wohnen am Stadtrand und um zum Obstladen meines Vaters im Zentrum zu kommen, muss ich einen Bus nehmen. Halt! Stehen bleiben! Bei uns gibt es kleine Busse, die gut die Straßen in die Vororte an den Berghängen hochkommen. Viele Straßen sind ziemlich schlecht und oft sehr steil. Da könnten große Busse gar nicht fahren. Wenn wir weiter in die Stadt kommen, wird der Bus richtig voll. Heute essen wir zum Frühstück Reis mit Kochbananen und mit Brot. Das Brot hole ich mit meinem Bruder in einem kleinen Geschäft, 5 Minuten von hier. So eine Semmel kostet 4 Cent. Das hört sich für euch bestimmt billig an. Für uns aber ist das ziemlich viel. Meine große Schwester kümmert sich meistens ums Kochen. Hier brät sie gerade die Bananen.
Bei uns wird immer draußen gegessen. Ein Esszimmer haben wir leider nicht. Hier seht ihr neben mir meine Schwester. Sie ist 15 Jahre alt. Das ist mein kleiner Bruder. Er ist 11. Und hier meine Mama. Ihr fragt euch sicherlich, wo mein Vater ist. Mein Vater hat uns verlassen, als ich 5 Jahre alt war. An ihn kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist eigentlich ziemlich schade. Das hier ist meine Oma. Und das ist mein Großvater. Den kennt ihr ja schon. Mein Opa hat keine Zähne mehr. Deshalb tut er sich mit dem Essen schwer. Und dann haben wir noch Tiere. Hühner und Enten. 2 Hunde. Unseren Kanarienvogel. Und 3 Schweine. Und 5 Ferkel. In den Ferien, wenn ich nicht zur Schule muss, trifft es meistens mich mit dem Geschirrspülen. Ehrlich gesagt mache ich das gar nicht gern. Aber was soll's. Wir müssen zusammenhelfen. Jetzt will ich euch mal etwas über Ayacucho erzählen. Unsere Stadt liegt hoch in den Bergen auf etwa 2700 Metern. Hier leben viele Menschen. Über 100.000. Ayacucho, das klingt komisch, gell? Das ist ja auch unsere indianische Sprache, die hier viele sprechen. Die Sprache heißt Quechua. Sonst reden wir ja Spanisch, wie fast überall in Südamerika. Unsere Stadt hat einen tollen alten Stadtkern. Es ist immer viel los und die Straßen im Zentrum sind ziemlich eng. Die Autos, Busse und Motorräder fahren, wie sie wollen und tupen dabei ganz wild. Und dann gibt es ja auch noch unsere kleinen Motorradtaxis. Die sind praktisch in den engen Straßen. Leider gibt es bei uns in Ayacucho aber auch viele arme Menschen, die nur ganz einfach leben. Wir gehören ja leider auch dazu. Überall in den Straßen gibt es große Märkte, wo man das kaufen kann. Essen, Kleidung, Lebensmittel, sogar Haustiere. Der Obstladen von meinem Vater ist auch dort. Ist er nicht toll? Wir haben Bananen, Ananas, Äpfel, Trauben, Orangen, Kakifrüchte und Birnen, noch mehr Äpfel und Trauben und leckere Mangos. Ich glaube, bei euch gibt es sie auch. Vielleicht sogar aus Peru. So, jetzt mache ich Frühstück für meinen Vater, meine Cousine und mich. Es gibt Haferflockenbrei. Zuerst wird das Wasser heiß gemacht und nebenbei werden die Haferflocken schon mal angerührt. Die kommen dann ins kochende Wasser. Vorsicht, spritzt! Sei still, Mietje, ich weiß das schon. Kondensmilch und Zimt dazu und immer kräftig umgerührt. Zum Schluss noch Zucker und abgeschmeckt. Fertig. Sehr gut. So, und jetzt wird serviert. Wir frühstücken im Obstladen, weil mein Vater hier schläft, damit nachts nichts gestohlen wird. Meine Mutter ist zurzeit auf dem Land bei der Kartoffelernte, deshalb mache ich das Frühstück. Hey Kiko, hast du auch Hunger? Das ist übrigens unser Ladenpapagei, Kiko. Nach dem Frühstück müssen wir schnell die Wassermelonen nach vorne tragen und aufschichten. Die sind ganz schön schwer. Dann kommen die überreifen Mangos dran. Die gibt's im Sonderangebot. 4 Stück für nur 20 Cent. Die schauen zwar etwas angeschlagen aus, sind aber immer noch gut und vor allem zuckersüß. Ah ja, heute werden ja die Papayas geliefert. Die kommen aus dem Regenwald. Na, das macht Spaß, sie abzuladen. Da helfen wir alle zusammen. Hopp und hopp und hopp und hopp. Ups, fast daneben. Glück gehabt. Bei uns geht's jetzt auch mit der Arbeit los. Wir weben Teppiche und Decken an großen Webstühlen. Das haben wir von unserem Großvater gelernt. Jetzt zeige ich euch mal, wie das alles geht. Unsere Großmama spinnt aus der geschorenen Schafwolle mit einer Spindel das Garn. Wichtig dabei ist, dass es möglichst immer gleich dick ist. Sonst werden die Teppiche ganz unregelmäßig. Und dann wird das Garn gefärbt. Dazu werden morgens 2 große Wassertöpfe zum Kochen gebracht. Das macht meine Mama. Das dauert. Ich muss das Holz spalten, wenn mein Großvater zu alt ist. Das mache ich ganz gern. Pass auf, jetzt hättest du beinahe deinen Großvater erwischt. Schon gut, Daniela, es ist ja nichts passiert. Ich kann das schon. Jetzt brennt's richtig gut.
Wenn das Wasser kocht, kommt das Farbpulver dazu. Richtig fest umrühren, damit es ein schönes Orange gibt. Und dann machen wir Wollspaghetti. Rein mit dem Wollknäuel und eine halbe Stunde gekocht. Und immer umrühren, damit sich die Farbe gleichmäßig verteilt. Jetzt rausgeholt und zum Trocknen aufgehängt. Und so werden alle möglichen Farbtöne gemacht. Diese dicken Spaghetti-Knäuel sind unsere Wolle zum Weben. Das ist toll, findet ihr nicht auch? Während Mama färbt, sitze ich schon am Webstuhl. Das sieht ganz einfach aus, aber am Anfang habe ich mir sehr schwer getan. Bei jeder Reihe muss genau gezählt werden, wo die Fäden mit den unterschiedlichen Farben hinkommen. Das Muster muss man genau kennen. So geht das den ganzen Tag. Hin und her. Hin und her. Und mit den Füßen festgezurrt. Das ist Graciello. Er arbeitet auf dem Friedhof und hat sich selber das Panflötenspielen beigebracht. Die Kinder am Friedhof helfen, die Gräber herzurichten, die Grabsteine zu waschen und die Blumen vor die Gräber zu stellen. Bei uns werden die Toten in hohen Mauern eingelassen, bis zu 6 Etagen. Da muss man oft ganz schön hoch hinaufsteigen, um an einen Grabstein zu kommen. Am Wochenende sind immer ziemlich viele Kinder hier am Friedhof, um sich Geld zu verdienen. Bei uns in Peru müssen viele Kinder arbeiten, weil sonst das Geld nicht reicht für das Essen und die Schule. Manche haben das Glück, bei ihren Familien arbeiten zu können. Andere haben es schwerer. Besonders leid tun mir die Lastenträger auf dem Markt. Sie müssen ganz früh raus und richtig schwer schleppen. Und sie bekommen kaum Geld dafür. Das ist richtig harte Arbeit. Und viele haben abends Rückenschmerzen. Mir macht das Verkaufen eigentlich richtig Spaß. Und ich übe dabei jeden Tag Rechnen. Deshalb habe ich in Rechnen auch eine 1. Während der Schulzeit arbeite ich nachmittags von 2:30 bis 5. Hausaufgaben mache ich nebenbei, wenn keine Kunden kommen oder danach im Kinderhaus. Außerdem finde ich es gut, meinen Eltern zu helfen. Mensch, Daniela, ihr habt immer so tolle Früchte in eurem Laden. Wir können uns das leider nicht leisten. Dafür ernten wir Kaktusfeigen. Unser Großvater nimmt uns mit an den Stadtrand. Da wachsen wilde Kakteen. Kaktusfeigen ernten ist eine ganz schön stachelige Angelegenheit. Die Früchte haben ganz feine Stacheln, die man schwer wieder von den Händen bekommt. Deshalb brauchen wir festes Papier zum Ernten. Vor allem muss man aufpassen, dass man nicht in den Kaktus fällt. Das wäre ganz furchtbar, weil die Stacheln ziemlich gefährlich sein können. Mit den Zweigen schlägt man auf die Früchte, damit die Stacheln abbrechen. Dann kann man sie vorsichtig mit den Händen schälen. Das schmeckt richtig super. Während ihr eure Kaktusfeigen esst, gibt es bei uns leckere Nudelsuppe. Die hat meine große Schwester Mayumi gekocht. Meiner kleinen Cousine Jasmin schmeckt's richtig gut. Aber wisst ihr, was am lustigsten ist beim Nudelessen? Schaut mal her. Heute ist ein besonderer Tag, weil ich mich für meine neue Schule einschreibe. Ich komme in die 7. Klasse. Bei uns beginnt das Schuljahr immer im März. Wir müssen ab der 7. Klasse jedes Jahr eine Schulgebühr von 12 Euro bezahlen. Das klingt zwar nicht viel, aber für uns ist es eine Menge Geld. Das hier wird mein neues Klassenzimmer sein. Ich bin schon richtig gespannt auf meine neuen Klassenkameraden. Und das hier ist der Sportplatz. Und hier geht's zu meiner Schule. Für euch habe ich heute meine Schuluniform angezogen. Ihr müsst wissen, in Peru haben wir alle das Gleiche an. Ihr werdet euch sicherlich wundern, warum keine Kinder in der Schule sind. Aber im Moment sind Ferien. Das da hinten ist mein Klassenzimmer. Wir sind 23 Kinder in unserer Klasse. Ich komme nächstes Jahr in die 6. Klasse. Das nächste Mal zeige ich euch die Schule, wenn meine Klassenkameraden da sind.
So, jetzt gehe ich nach Hause und ziehe meine Schuluniform aus. Irgendwie blöd, in den Ferien damit rumzulaufen. Jetzt zeigen wir euch das Kinderhaus Casadeni. Das ist kein Haus, in dem Kinder wohnen. Nein, das ist ein Haus, wo wir immer hingehen können. Spielen, lernen und tanzen. Wir sind wie eine große Familie. Und wir fühlen uns wie zu Hause. Im Kinderhaus geht es uns richtig gut. Das Kinderhaus ist gleich um die Ecke vom Obstladen meines Vaters. Meine beiden Cousinen bringe ich oft mit. Ich selbst war auch erst 3, genau wie meine Cousine Jasmin, als ich das erste Mal ins Kinderhaus Casadeni kam. Es hat von 9 bis 6 Uhr nachmittags geöffnet. Casadeni heißt Haus der Kinder. Im Kinderhaus gibt es viele Programme. Am wichtigsten sind der Nachhilfeunterricht und die Hausaufgabenbetreuung. Ihr habt ja gesehen, bei uns zu Hause haben wir keinen Tisch und kein ruhiges Zimmer zum Lernen. Im Kinderhaus ist das anders. Da helfen uns die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir etwas nicht verstanden haben, erklären sie es uns nochmal. Die Kleinen besuchen den Kindergarten. Julia heißt die Kindergärtnerin. Wir mögen sie alle sehr gern. Ich war auch schon bei ihr, als ich noch nicht zur Schule ging. Meine Schwester und ich machen mit unserem Lehrer Xenobio Freundschaftsbänder. Das schaut einfach aus. Am Anfang habe ich mir aber schon etwas schwer getan. Obwohl du so gut webst. Ja, aber das ist was ganz anderes. Jetzt kann ich's aber. Dann gibt es den Werkraum, in dem wir basteln, nähen und handarbeiten. Heute machen wir gerade diese kleinen Puppen, die wir auch an Schulen in Deutschland geschickt haben. Vergiss nicht den Musikunterricht. Und auch nicht den Tanzunterricht. Einmal in der Woche machen wir in der Küche eine Nachspeise. Jeder kriegt eine Schürze, eine Kochhaube und eine Bürste zum kräftigen Händeschrubben. Dann geht's los. Heute machen wir einen süßen Pudding aus dunklem Mais und Ananas. Den verkaufen wir dann sogar. Das Geld sparen wir für einen gemeinsamen Ausflug in den Zoo. Aber das Schönste ist der Karneval. Da dürfen wir nämlich Trachten anziehen und so richtig tanzen, solange wir wollen. Das ist herrlich. Ich würde am liebsten jeden Tag tanzen und mich immer im Kreis drehen. Hui, das war schön. Am Abend muss ich wieder zu meinem Vater in den Laden und beim Aufräumen helfen. Alle Obstkisten müssen reingetragen werden, damit mein Vater abschließen kann. Und dann geht es mit Jasmin und Roxana wieder nach Hause. Heute ist es richtig spät geworden. Hoffentlich kommt der Bus bald. Wir essen um 7 zu Abend und erzählen uns vom Tag. Großvater schaut meistens fern. Alle finden es wahnsinnig lustig, dass ich das mit den Freundschaftsbändern erst nicht hingekriegt habe. Aber ich muss irgendwie auch selbst lachen. Heute haben wir richtig viel erlebt. Und meine Schwester und ich haben es trotzdem noch geschafft, unsere 2 Teppiche fertigzustellen. Sind sie nicht richtig schön? Oh je, jetzt muss ich schon wieder kochen, weil Mama weg ist. Aber die Kleinen brauchen ja was zu essen. Jasmin kocht mit. Zumindest tut sie so. So, geschafft. Jetzt aber ins Bett. Es ist ja schon 9 Uhr. Halt! Ich wollte euch noch jemanden vorstellen. Das ist Pico, unser Hausaffe. Der ist ganz schön frech und klaut uns manchmal sogar das Essen vom Teller. Aber ich liebe ihn. Er ist so süß und lustig. Oh, jetzt aber in die Falle. Heute dürfen meine 2 kleinen Cousinen bei mir im Bett schlafen. Also dann, gute Nacht. War ja auch echt ein langer Tag. Ja, da hast du recht. Heute haben wir so viel erlebt. Gute Nacht, Daniela, und bis morgen. Na, Daniela, ist sie immer noch schwindelig vom Tanzen? Okay.
So, ihr lieben Freunde in Deutschland, jetzt habt ihr sehen können, was wir so machen an einem ganz normalen Tag. Wenn ihr nach Ayacucho kommt, dann besucht uns im Kinderhaus. Ihr seid immer willkommen. Wir versprechen euch, wir zeigen euch dann alles persönlich. Und meine Gänse dürft ihr auch mal füttern und unser Äffchen streicheln. Ehrlich.